Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Assassin's Creed Syndicate. Ich habe gerade ein bisschen auf der Karte rumgestöbert und habe etwas sehr Witziges. Nein, das war es nicht. Hier immer wieder das Gleiche. Was Witziges entdeckt. Wo ist es hier? Exotisches Rennen. Was ist das? Kann man da wirklich ein Rennen machen? Kutschenrennen oder was? Also, da müssen wir doch unbedingt hin. Ich will wissen, was das ist. Also, schauen wir gleich mal über diese Mauer. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ist das irgendwo? Ach so, muss ich dann noch über das Haus? Hier. Hui! Exotisches Rennen. Ah ja. Ein Rennen mit dem Zug zum Zielort veranstalten. Ach, mit dem Zug. Okay, machen wir. Das hört sich witzig an. Schnell jetzt. Das Rennen geht gleich los. Okay. Ach so, ich bin schon auf einer Kutsche. Hä? Wer schneller ankommt, der Zug oder ich, oder was? Okay. Oh Gott. Schneller! Wir schaffen es! Schneller! Schneller, schneller, schneller! Schneller, schneller, schneller! Oh. Okay, links, links! Oh. Pferdchen, du musst schon machen, was ich dir sage. Sonst wird das hier nix. Oh, Gegenverkehr! Oh Gott! Okay. Da vorne links. So. Hier rechts. Und dann nochmal. Ich habe halt keine Ahnung. Ach, da ist der Zug. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wer jetzt irgendwie schneller ist gerade. Schneller! Das ist voll lustig. Ein Rennen mit dem Zug. Okay, aber das ist unfair, weil ich hier außen rumfahren muss. Okay, Gegenverkehr. Dann hier wieder rechts. Nicht in die Polizei gefahren, schon mal sehr gut. Da wird der Bus, der Zug langsamer, da muss er hochfahren. Hier rein. Und dann. Achso. Okay. Links und rechts. Links und rechts und geradeaus. Mein Gott. Also diese Kurvenlenkung hier. Ich sag's euch. Richtig geil. Oh. Da oben ist wieder unser Zug. Oh, 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 oh. Fährt der da im Gegenverkehr einfach irgendeinen Scheiß zusammen, ne? Ist auch geil. Muss man hier auch noch auf die anderen achten. Green echt. 26 Sekunden und wie viele haben wir noch zu 1 jetzt? Okay. Sollte ich schaffen. Wenn es nicht zu weit weg ist, oh Gott. Doch. Nee, es geht, es geht. Oh, ich glaube, der Zug ist schon angekommen. Ich weiß es nicht. Meinen Glückwunsch zu Sie. Cool. Also, Straßenrennen abgeschlossen. Persönliche Bestleistung 2 Minuten 47, 51. Ah, ich habe Materialien und so bekommen und der Robert Topping, mit dem verstehe ich mich jetzt besser. Okay, cool. Sehr cool. Ja gut, dann schauen wir gleich mal nach, wo wir als nächstes hin. Ach, der Zug wäre ja gleich hier. Ja gut, aber zu dem komme ich immer schnell hin. Was ist denn hier noch so in der Nähe?
Hier sind halt überall so rote Sachen, aber da steht nicht, was das ist. Wenn ich da jetzt hinlaufe, dann steht es da, oder? Hier ist so ein grüner Punkt. Ich kann da ja mal hinlaufen. Das interessiert mich gerade, was dann... Also ob dann da eine Missionsbeschreibung kommt. Könnte ja sein. Außerdem ist das ja wirklich ganz nah. So, jetzt bin ich innerhalb von dem roten Bereich. Hui! Hat sie sich jetzt wehgetan? Hoppala! Ja, da steht jetzt Frachtstehlen. Wie geht das? Wie kann ich die stehlen? Da vorne. Machen wir den noch kaputt? So. Ich bin gespannt, ob dann auch das Rote weg ist. Gucken wir mal. Ah, ein Feueropal. Wie cool. Gleich noch ein paar Blighters killen. Schadet auch nicht. Wieder rüber, da scheint auch was Cooles zu sein. Ah, oh, der ist so schnell, ich komme da gar nicht hinterher. Scheiße. Nee. Vielleicht, wenn ich da hochgehe. Oh! Ja, ganz toll. Ich will da hin. Da ist irgendwas Cooles. Da ist zumindest was Gelbes. Aber der fährt so schnell. Ja, so schnell fährt er eigentlich gar nicht. Ich bin nur so super langsam. Jetzt komm, schnell! Bibi! Ich habe ihn runtergeworfen. Das ist so gut. Na gut, dann ist er halt jetzt weg. Scheiß drauf. Machen wir eine Schnellreise zum Zug. Zug? Da. Ja. Da wollen wir hin. Und wir sind uns ganz sicher, dass wir da hin wollen. Für die Evi können wir dann auch noch Sachen kaufen, ne? Oh, müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht im Zug auch wieder ein bisschen Geld bekommen. So viel haben wir nämlich gar nicht. Ich habe jetzt für den Jacob eigentlich gerade gespart. Ja, die Evi braucht ja auch noch Zeit. Unser Nigel schlägt wieder Kapriolen. Wehren Sie die rivalisierende Gang ab, die ihr Gatling-Gewehr zurückholen will. Zurückzuholen, steht da. Das kann man eigentlich auch machen, ne? Erstmal hier noch kurz gucken, einkommen. Jemand hat ein Fenster in St. Paul's zerschlagen. Das klingt irgendwie gar nicht nach mir. Mhm. Rate mal, was Nigel getan hat. Was ist mit ihm hier? Was hat er für uns? Oh. Evi und Henry suchen in ihren Büchern nach einer Zeichnung des Schlüssels, den Miss Thorn gestohlen hat. Können wir auch machen. Sollen wir das machen? Ich habe da irgendwie gerade mehr Lust drauf. Und sie steht doch so auf ihn. Komm. Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss er öffnet? Wahrscheinlich steckt Miss Thorn in derselben Zwickmühle. Henry! Mr. Green, hier, das ist es. Der passt zu einer Schatulle der Königin. Sie ist... im Tower von London. Die reinste Festung. Sie haben nicht zufällig Freunde dort. Ein Wachmann. Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind. Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe. Danke für die Hilfe. Richtig, ja. Viel Glück. Evi?
So, Tower of London. Sehr viele Wachen. Vorhersehbare Patrouillenwege. Thorn könnte schon drin sein. Ich bleib lieber hier im Schatten. Weniger als 5 königliche Wachen töten, okay. Da steht den Aussichtspunkt erreichen. Aber sie will lieber im Schatten bleiben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir haben jetzt auch angelegt. Also ich würde schon sagen, oh, es ist schön mit den Pfützen. Ich würde schon sagen, dass wir da hingehen müssen. Na, hoch. Irgendwie. Oh Gott. Schauen wir mal. Es hat gerade ein bisschen was vom Black Flag. Ah, da war eine königliche Wache. Hä? Du kannst ja mal da hoch, Evie, genau. Und dann darüber. So. Hep. So. Das Tuch ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Escort to the keys. Who comes there? The keys. Whose keys? Queen Victoria's keys. Pass! Queen Victoria's keys. All is well. Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid ihr? Sag es. Lasst mich los. Das ist Verrat. Wartet nur, bis ich rauskomme. Das werdet ihr büßen. Puh, ganz schön viel. Und ich frage mich gerade, ob der eine Teil absichtlich nicht übersetzt worden ist mit den Schlüsseln. Naja. Lucy Fawn eliminieren. Das Gebiet erkunden. Gelegenheiten identifizieren. Verbündete Wache. Gelegenheit für ein einzigartiges Artefakt. Constable. Unterstützungsgelegenheit. Chief Yeoman. Yeoman. Infiltrationsgelegenheit. Gelegenheiten finden, ja. Also die Blauen sind die Templer, okay. Oh Gott. Wieso bin ich jetzt nochmal hier hingegangen? Drrp. Also da ist das Lila, ne? Da ist Pink und der hat einen Schlüssel, okay. So, also am sinnvollsten ist es eigentlich, denke ich, erstmal den Schlüssel zu holen. Mir stellt sich gerade die Frage, wie machen wir das? Ups. So. Chief Human Warder öffnet alle Türen, trägt den Generalschlüssel, mit dem jede Tür in der Burg geöffnet werden kann. Den Generalschlüssel stehlen. Genau. Ich frage mich nur gerade, wie wir an den Schlüssel kommen sollen, weil hier stehen ja einfach sau viele blaue Heinis. Ach, da stehen auch noch welche hier herum. Ich kann jetzt zwar ein Attentat auf den machen, aber dann sieht der mich ja, ne? Was ist da noch? Nix. Und da stehen ganz viele. Ach du meine Güte. Tja. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn sie mich sehen, weil ich sie dann immer weglocken kann. Aber ich versuche es jetzt zuerst mal wirklich noch unauffällig. Sobald mich einer sieht, dann bin ich halt nicht mehr so unauffällig. Aber. Oh, oh Gott, jetzt dachte ich schon, sie springt ganz rüber, die blöde Kuh. Kann ich mich da in den Baum irgendwie? Nee, kann ich nicht. Da steht auch noch einer.
läuft der auf einmal auf der Seite? Ist der nicht gerade auf dem Weg hierher gewesen? Oh Mann! Du, Affe! Echt. Oh Gott. Kommt der jetzt hier rum? Ja. Ah ja, guck mal. Scheiß drauf. Das war der Falsche. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gedacht, ich riskiere es einfach und dann nehme ich den Falschen. Ja, ganz toll. Ich muss weg. Ach komm, gib's doch zu, das war doch absehbar, oder? Dass mich innerhalb der ersten 5 Minuten gleich alle verfolgen werden. Aber die haben schon wieder vergessen. Oh. Die waren doch noch im... Mist. Ich habe gerade gedacht, ich mache einen Attentat von der Stelle aus. Jetzt geh aber hoch, Ivy, sonst wirst du erschossen. Du, dummes Mädchen. So. Attentat. Wen erwische ich? Oh, ich habe 2 erwischt. Ach du Scheiße. Und ich bin tot. Ja, das müssen wir noch mal besser machen. Das müssen wir noch mal besser machen. Das ist halt einfach viel zu gut bewacht. Okay. Also, ich will irgendwie den Schlüssel haben. Jetzt läuft er natürlich genau da, wo ich ihn vorhin haben wollte. Moment. Versuch das jetzt einfach mit einem Attentat auf den. Und dann weg. Nein! Nicht auf den. Oh. Ach Quatsch, mich hat keiner gesehen. Dann versuche ich noch was. Okay, okay. Schnell weg. Ich bin weg. Ah! Hoch, 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 Ivy! Ivy hoch, noch höher und weg. Okay. Wie geil ist das denn? Das hat ja jetzt voll gut funktioniert. Was ist das für eine komische Glocke? Kann ich mit der was machen? Nö. Okay. Ja. Soll ich den umbringen oder was soll ich mit dem nochmal machen? Verbündete Wache, Vorteil, schaltet einzigartiges Attentat frei. Kann sie in die Nähe von Lucy Vorn bringen, ohne Verdacht zu erregen. Mit den Verbündeten. Ach, mit ihm reden. Okay. Wir reden mit ihm. Hallo. Dem Himmel sei Dank. Diese Thorn hat als Wachen verkleidete Templer eingeschleust. Ich denke, ich ging lange genug als einer von denen durch, um dich reinzubringen. Ach so. Aber die Wachen kennen mein Gesicht. Kümmere dich zuerst um die. Komm zum White Tower, wenn du soweit bist. Okay. Also, die verkleideten Templer töten. Das sind 3 Stück. Und dann zum White Tower. Ich geh nochmal hoch. Mhm. Also irgendwo da vorne ist auf jeden Fall... Upsala, mal einer. Immer höher. Da läuft ja einer, oh Gott. Hilfe. Aber da unten ist keiner, dann schnell runter. Am Ende sieht mich der da oben noch.
Okay. Also hier ist echt volles Haus. Ich bin noch echt angespannt. Deswegen sage ich gerade nicht so viel. Falls ihr euch schon wundert, wieso ich auf einmal so still geworden bin. Ich gehe da mal kurz rein. Oh, okay. Das ist der, den ich töten soll. Vorteil, schaltet einzigartiges... Ja. Okay, alles klar. Alles klar. Kann ich auch rausschießen von da, wo ich gerade bin? Nee, kann ich nicht. Oh Gott. Okay. Das war jetzt die dritte von fünf, aber ich... Der hat mich gesehen. Was hätte ich machen sollen? Da ist so ein Heuding, oder? Kann ich da schnell rein? Nein, mich nicht sehen. Oh Gott. Ich will ihn aber nicht killen müssen. Aber wenn er jetzt nach mir guckt, dann muss ich eigentlich... Scheiße. Ich muss... Scheiße, jetzt sind es schon 4 von 5. Okay, da hinten sind noch 2, die ich umbringen muss. Jetzt kann ich halt nur hoffen, dass der Typ da oben mich nicht sieht. Uiuiui. Okay. Schnell. Ich hätte jetzt eigentlich auch gar nicht hochlaufen müssen. Das war einfach schon mein Fehler. Ich dachte irgendwie, ich muss da lang. Naja, okay. Also. Ui. Irgendwie habe ich gedacht, hier ist die Luft rein und dann stehen da 2. Oh Gott. Oh Gott. Ja, was mache ich denn jetzt? Also, das ist der da hinten. Ah, und der. Nee, so den muss ich. Den muss ich nicht töten. Den da muss ich töten. Richtig, richtig heftig. Wenn ich jetzt hier nur so hänge, sehen mich die dann? Gott. Uiuiui. Okay. Oh. Okay, an denen bin ich vorbeigekommen. Ich hoffe mal, dass unten nicht irgendjemand ist, der mich jetzt hier rumkraxeln sieht. Aber es sollte gehen. Das galt nicht mir. Okay. Nein, nicht runter! Ivy, was machst du denn? Rüber. Frauenzimmer. Mein Gott. Okay, ich versuch's mit einem Messerwurf. Ah, da hätte auch eins gereicht. Guck mal, jetzt guckt er. Okay, wo ist das nächste Ziel? Da oben, oder? Ja. Also hoch. Puh. Das jetzt klappt sehr ganz gut. Und weg. Okay. Die verbündete Wache erreichen. Der ist irgendwie genau unter mir, ne? Ah ja. Hier ist er. Ja, toll.
Sehen die mich noch? Ich traue dieser Frau nicht. Kenn ich doch. Sie da hinten. Ich muss sie bitten, das sofort zu unterlassen. Mir egal. Ich warne Sie, junge Lady. Sehen die mich jetzt noch? Okay, jetzt. Das waren alle hier draußen. Was jetzt? Miss Thorn würde ich gerne schnappen. Wenn sie mich in Ketten sieht, wird sie vielleicht unvorsichtig. Kannst du das irgendwie vortäuschen? Du meinst so tun, als wärst du meine Gefangene. Ich tue mein Bestes, Evie. Verkehrte Gefangennahme. Interagieren. B. Sie mit der verbündeten Wache, um eine Gefangennahme vorzutäuschen. Sie können ihr Tempo mit L oder RT ändern, wenn sie eskortiert werden. Bewegen sie sich langsamer, um ihren Entdeckungsradius zu verringern. Vermeiden sie eine Entdeckung durch die Templerwachen. Okay. Und wo muss ich jetzt hin? Wenn wir zu nahe kommen, merken diese Templer vielleicht, dass ich keiner von ihnen bin. Dann halten wir lieber Abstand. Mal gucken, wo überhaupt hier alles erreichen. Okay, alles klar. Ich lasse das mal kurz eingeschaltet, dann sehe ich ein bisschen besser, wo alles ist. Ah, ich muss gerade nur hier hoch. Ja gut, das geht ja erstmal. Mein Gott, ist das gut gesichert. Hier laufen so viele. Ich hab die Assassinen. Öffne die Tür. Sagt Miss Thorn, dass ich die Assassinen bringe. Ich wette, du wirst nicht mögen, was Miss Thorn für dich in petto hat. Kann ich jetzt rein? Jetzt kann ich rein. Okay. Ab geht's. Uiuiui. Ein Attentat auf Lucy Thorn verüben. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wie schön, eine Assassinin in Ketten zu sehen. Eliminieren, okay. Es muss eine Geheimkammer geben. Sucht nach einem Schalter, einer Tür, irgendwas. Da geht's nicht hoch. Weiter. An den muss ich irgendwie vorbeikommen, ohne dass der in meinen Radius kommt. Wo geht der lang? Als ob du es mit Miss Thorn aufnehmen könntest. Eigentlich muss ich da hoch, oder? Aber das ist so ein Problem, da hochzukommen gerade. Weil der Typ da steht. Und der ja dann automatisch immer in meinem Radius ist. Ah, wenn man steht, dann wird der ganz klein, der Radius. Guck mal. Egal, wir gehen jetzt ganz schnell hier nochmal zurück. Und hier durch. Und dann sollten wir eigentlich hier hochkommen. Oh Gott. Okay. Da steht auch immer noch infiltrieren, ne? Ganz kurz mal das Adlerauge benutzen. Ja, ich kann da ja mal hinschauen. Nicht den Kreis zu groß werden lassen. Dein Bruder ist der nächste, Schätzchen. Oh, hier irgendwie außen rum. Sie hat sich hier drin rumgetrieben, Ma'am. Dachte, sie wollten mit ihr reden. Willkommen, Miss Frost. Ah, hier, okay. Verraten, wo sich das Tuch befindet? Wie Sie wünschen. Ich werde es auch ohne Sie finden. Und dann erdrossele ich Sie damit. Pass auf Sie auf. Gott, auf einmal sollte ich was machen. Okay. Also, da haben Sie mich schließlich doch noch erwischt. Und was haben Sie nun davon? Das Tuch ist nicht hier. Sie wollten es als Heilmittel, um Ihre eigene Macht auszuweiten. Nicht meine. Unsere.
Ihr seid so kurzsichtig. Ihr hortet die Macht und setzt sie niemals ein, während wir damit die Leben der Menschen verbessern würden. Ich hoffe, ihr findet das Tuch nie. Ihr habt ja keine Ahnung, was es bewirken kann. Dann sagen Sie es. Nein. Du solltest die... Ach du... Okay. Ich stehe hier fest mal dumm in der Gegend rum. Du. Wo ist denn mein Freund? Ich darf keinen mehr töten, oder? Wo geht's denn dahin? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, lauf, Ivy. Ich brauche ein offenes Fenster. das war blöd. Sicht auf die Assassinen. Sofort anhalten, verdammt. Okay, vielleicht hilft das was. Ich will nämlich keinen mehr töten. Ich bin doch schon anonym, oder? Jetzt bin ich's nicht mehr. Wo soll ich denn eigentlich hin? Darüber. Ich will halt gerade gar keinen töten, weil ich jetzt nicht so genau unterscheiden kann, was ist jetzt eine königliche Wache, was ist ein Templer, keine Ahnung. Oh, oh. Ivy, nein. Ivy, schlecht gemacht. Du sollst doch nach vorne. Ja, hier ist auch gerade keiner. Also die sehen mich, glaube ich, auch gerade nicht. Oh. Und auf das Schiff. Komm. Und drauf. Yay! Sequenz 6. Ein Dorn im Auge abgeschlossen. Herausforderungen weniger als 5 königliche Wachen töten. 4 von 5 Belohnungen habe ich bekommen und eine Montur. Sehr schön. Notieren Sie und dann versiegeln Sie es, bis Sie neue Anweisungen erhalten. Miss Thorne. Ich verfüge nun über die Mittel, um Londons Zukunft zu sichern. Die Stadt dankt Ihnen. Der Orden dankt Ihnen. Ich danke Ihnen. Aber das Tuch kann nur einer tragen. Daher löse ich die Partnerschaft hiermit auf. Ich verschaffe Ihnen ein angemessenes Einkommen bis ins Alter. Aber mehr kann ich nicht tun. Möge der Vater des Verstehens Sie leiten. Ja, was ist denn? Miss Thorne, Sir. Was ist mit dir? Es tut mir leid, Sir. Sie ist tot. Und der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Man fand keinen Schlüssel bei ihrer Leiche, Sir. Das Tuch wird mir gehören. Und wenn ich dafür die Feuer der Hölle entfachen muss, den Brief verbrennen. Und mit diesem wunderschönen Video sage ich bye bye und bis zur nächsten Folge.